Willkommen zum Lenze Applikationstalk. Wir sprechen heute über eine gelöste Anwendung des Maschinenbauers CapTech. Mein Name ist Anna Brunzel und ich begrüße herzlich meine Gesprächspartner. Herr Hübsch, Herr Baumgartner, wollen Sie sich gerne einmal kurz vorstellen? Mein Name ist Markus Hübsch. Ich leite den Vertrieb und das Marketing der CapTech AG und unterstütze die Entwicklungs- und Konstruktionsabteilung in Projektaufgaben. Ja, ein Hallo auch von meiner Seite und herzlichen Dank. Mein Name ist Flo Baumgartner. Ich bin bei der CapTech AG der Leiter der Technik und verantworte den gesamten Bereich der Entwicklung, angefangen bei der Konzeptionierung über die Konstruktion, die Detaillierung, die Programmierung bis hin zur Produktdokumentation. Und aus dem Projekt haben wir noch den Michael Vogt her aus der Lenze Applikation. Michael, magst du auch noch mal was zu deiner Rolle hier sagen? Ja, mein Name ist Michael Vogt, wie schon erwähnt. Ich bin Teamleiter vom System Support Team bei uns. Dahinter verbirgt sich eine Truppe von knapp 10 Leuten, die Kunden wie zum Beispiel CapTech darin unterstützt, eine Maschine zu entwickeln mit Software und Hardware von Hause Lenze. Die Firma CapTech, was machen Sie eigentlich? Die CapTech ist heute in zwei Geschäftsfeldern grundsätzlich unterwegs. Zum einen in der Industrial Automation und zum anderen in den Manufacturing Services. In dem Automationsumfeld bieten wir eigene Produkte im Bereich des Testhandlings, aber auch Sonderanlagen und Sondermaschinenbau, wie zum Beispiel für die Firma Lenze. Mögen Sie einmal kurz umschreiben, was für eine Applikation ist das hier? Also unser Lieferumfang für dieses Projekt besteht im Wesentlichen aus zwei Anlagen. Das eine ist eine Circuit-Testanlage, die die Leiterplatte mit Bauteilen prüft. Der andere Teil des Lieferumfangs ist die End-of-Line-Testanlage, die den bereits fertig montierten Frequenzumrichter prüft. Bei der In-Circuit-Testanlage werden Prüflinge in Form von bestimmten Leiterplatten zur Verfügung gestellt. Diese werden über ein XYZ-Portalsystem aufgenommen und zu einer von 5 Teststationen gefördert. An der Teststation werden diese Prüflinge kontaktiert und getestet. Und nach einem erfolgreichen oder auch nicht erfolgreichen Test werden diese Prüflinge wieder aufgenommen vom Portalsystem und aus der Anlage befördert. Als Teststationen haben wir uns hier ganz bewusst für unsere KT500 entschieden, da diese nicht nur fähig ist, über ein Portalsystem beladen zu werden, sondern da diese auch mit Hand beladen werden kann. Warum ist das relevant, dass beides abgebildet werden kann? Das gibt uns vor allem den Vorteil, wenn die Maschine gewartet werden muss. Es kann in diesem Fall beispielsweise eine der KT500 aus der Testanlage herausgezogen werden und gewartet werden. Und die Maschine kann trotzdem die 4 anderen Maschinen weiterhin beschicken. Unabhängig davon kann bei einer Wartung beispielsweise des Portalsystems können sämtliche KT500 weiter mit Hand beschickt werden. Im Unterschied zur In-Circuit-Teststation werden der End-of-Line-Teststation die Prüflinge in Form von fertig gehausten Baugruppen zur Verfügung gestellt. Die übernehmen wir mit bewährter Transportbandtechnik und führen dem Prüfling dann einer von 10 Teststationen zu. Ja, ich schlage vor, dass wir uns die Anlage einfach einmal kurz anschauen. Wir waren nämlich in der Fertigungslinie für den Frequenzumrichter I500, der darauf läuft, und haben dort mit dem Projektleiter Herwig Schaper gesprochen. Wir befinden uns hier an der Produktionslinie I500 am Standort Hameln, wo wir die Gerätereihe I500 von 250 Watt bis 4 kW produzieren. In diese Linie sind auch 2 Prüfstationen von der Firma CapTech integriert, auf der einmal die Platinen an den Circuit-Test durchlaufen und die Endgeräte die End-of-Line prüfen. Da unsere Produkte eine hohe Lebensdauer von über 10 Jahren haben, war uns für die gesamte Anlage sehr wichtig, dass wir eine hohe Zuverlässigkeit der einzelnen Stationen haben und eine gute Wartungsfreundlichkeit, um im Störungsfall schnell an die Anlagen ranzukommen. Die Firma CapTech hat uns von Anfang an überzeugt. Auch schon bei den ersten Konzepten konnten wir sehen, dass sie die Aufgabe wirklich verstanden hatten. Außerdem kommt die Firma CapTech aus dem Bereich Prüftechnik, was für uns sehr wichtig war, da beide Anlagen genau für diese Aufgabe angeschafft wurden. Während der gesamten Projektphase gab es immer offene, lösungsorientierte Diskussionen, woraus eine wirkliche Partnerschaft entstanden ist. Die gesamte Mannschaft von CapTech hat bei uns einen sehr professionellen Eindruck hinterlassen. Ja, gemeinsam mit Kunden eine Lösung finden, in einer frühen Projektphase ins Gespräch kommen. Genau so ist ja auch das Projekt mit Lenze gelaufen. Und hier ist sicherlich spannend zu sagen, dass Lenze einerseits der Technologielieferant ist, aber letztendlich ja auch der Endanwender. Das ist nicht alltäglich, oder? Also ich denke, dass in dem Projekt schon sehr einzigartig war, dass die Kommunikation zwischen den Applikationsingenieuren
seitens Lenze, den Programmierexperten seitens Lenze, unseren Konstrukteuren und Programmierern sehr, sehr offenes Visier pflegten. Was aber auch notwendig ist, glaube ich, in einer Projektierung, die einen solchen Tiefgang hat. Man spricht ja wirklich über komplexe Sondermaschinen, über Sonderanlagen, über ganz genaue Anforderungen, was die Maschine in welchem Umfang, vor allem in welcher Geschwindigkeit können muss. Dementsprechend muss von beiden Seiten im Prinzip wirklich das Optimum rausgeholt werden, und dafür war eigentlich diese offene Kommunikation, insbesondere zwischen den Ingenieuren, glaube ich, hier schon was sehr, sehr Besonderes. Ich fand das auf jeden Fall was Besonderes, weil, ich sag mal, wir hatten einerseits unseren Kunden, die Firma Captec. Wir hatten andererseits den Endkunden, mit dem wir auch reden konnten. Das heißt, für uns war das also vom Informationstransfer ganz besonders einfach, weil wir alle Beteiligten sozusagen im direkten Zugriff hatten. Das ist sonst nicht so. Wobei natürlich das eine gewisse Sorgfaltspflicht impliziert, dass man die Informationen trotzdem auf den geordneten Dienstwegen weiterträgt. Und das ist uns aber, glaube ich, gelungen. Ja, lassen Sie uns doch einmal tiefer in die Applikation reinschauen. Sie haben ja diese mit Lenze gelöst. Was an Lenze-Technologie haben Sie hier verbaut und welche Erfahrungen haben Sie damit gemacht? Wir haben für beide Anlagen auf Technologien von Lenze zurückgegriffen. Darin unter anderem enthalten Motoren und Getriebe, haben aber auch HMI-Safety-Komponenten und die SPS von Lenze eingesetzt. Gerade im Sondermaschinenbau ist es wichtig, dass wir einen Hersteller haben, der ein möglichst umfangreiches Produktportfolio bietet, auf das wir zurückgreifen können. Und da ist die Firma Lenze sehr gut aufgestellt. Zudem haben wir sehr den Support von der Firma Lenze geschätzt. Ja, wir haben es als sehr zielführend erlebt, dass die Applikationsingenieure von Lenze, wie der Baumgartner gesagt hat, umso mehr Komponenten aus einer Hand kommen. Die Applikationsingenieure von Lenze mit der Produktion von Lenze sich natürlich auch über die Anforderungen der Anlage ausgetauscht haben, damit eine optimale Auswahl an Komponenten stattgefunden hat, die wiederum für uns als Maschinenbauer und als Anlagenbauer das Ganze sehr abgerundet hat. Michael, du als Applikationsingenieur hast ja auch hier am Projekt mitgearbeitet. Wie wurde das aus deiner Sicht gelöst? Wir zeichnen uns dadurch aus, dass wir Software modular vorgeben. Das heißt, wir haben eine Softwarestruktur, die vorgegeben wird, die sehr modular ist. Deswegen eignet sie sich besonders gut für Sondermaschinenbauer. Und den Vorteil haben wir hier natürlich weitestmöglich ausgespielt, weil wir die Anlage ja sehr gut in Module aufteilen können und dadurch hier Vorschläge gemacht haben, wie man die Anlage modularisieren kann, damit sie möglichst änderungsfreundlich wird. Ich denke, dass grundsätzlich einfach die Tiefe dieses Software-Know-hows auch in den Anlagen sich widerspiegelt. Ich denke jetzt da irgendwo an die EOL-Nummer, an die zweite Anlage, wo man einfach bei ganz kniffligen Situationen die Kollegen der Lenze-Applikation fragen kann und einfach Spezialisten vor Ort greifbar sind, die einem dann hier helfend unter die Arme greifen. Das hört sich sehr nach Augenhöhe an. Das hört sich auch so an, dass Sie sozusagen mit den Lenze-Applikationskollegen ja auch eine Sprache sprechen. Wie haben Sie hier die Zusammenarbeit erlebt? Seit Beginn der Zusammenarbeit haben sich in den zwei Projekten ein gemeinsames Verständnis für technische Fragestellungen, für Vorgehensweisen, für die Arbeit in Projekten entwickelt. Wir haben mit den Kontaktpersonen vor Ort, mit den Kollegen aus der Produktion, aus der Applikation, eine Kommunikation, die tatsächlich auf Augenhöhe stattfindet. Wir können alle Themen aufbringen, alle Themen auf den Tisch bringen, kommunizieren absolut ehrlich, offen und vertrauensvoll, auch wenn es mal in das absolut technische letzte Bit und Byte geht. Und das zeichnet die Zusammenarbeit und wirklich diese Partnerschaft mit Lenze aus. Für uns macht es natürlich immer ganz besonders Spaß, wenn wir einen wirklich guten Maschinenbauer haben, der die Maschinen baut und wo auch die Mechanik schon Spaß macht. Das hat dann zur Folge, dass also die Softwareerstellung natürlich auch mehr Spaß macht, weil man nicht immer sich um mechanische Fehlfunktionen kümmern muss, sondern sicher sein kann, dass die Mechanik einfach das tut, was sie soll. Und wenn die Mechanik, der eine gewisse Ästhetik innewohnt, dann eben auch diese Ästhetik noch zeigt, dann macht das ganz besonders Spaß. Deswegen haben wir diese Zusammenarbeit auch als sehr angenehm empfunden. Ja, vielen Dank für das Gespräch und vielen Dank für die wertvollen Informationen. Herzlichen Dank auch von unserer Seite. Wir danken Ihnen.